Und damit hallo und herzlich willkommen, ich bin GoodLP und das hier ist ein kleines Let's Play zu Minecraft. Und letztes Mal haben wir hier schön das Dungeon gefunden und das auch mal schön hier ein bisschen geplündert. Und das Einzige, was jetzt hier noch zu plündern gibt, ist eben halt das Dungeon selbst. Und das bauen wir jetzt hier praktisch ein bisschen ab. Oder wir bauen ein bisschen an. Naja, eher weniger. Das Einzige, was wir anbauen, sind Weizen. Und wenn wir Glück haben, bald Melonen, denn ich habe vor, Melonen hier zu finden. Das wäre nämlich ganz schön... nice! Aber das ist wohl ein bisschen, naja, Wunschdenken. So. Moossteine, Moossteine, ach ihr süßen Moossteine. Ihr seid aber auch schon kleine Feine. So. Ja, mal hier wieder Haus-Maus-Rap angewendet. Geil ist das Ding, der dann dreht, ne? Tschu, 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 tschu. Ist schon sehr nice. So, und ich bin mal langsam dafür, dass wir hier auch wieder rausgehen. War zwar ganz schön im letzten Party so ein bisschen drin zu sein, aber unsere Party wurde dadurch geschwächt. Also nicht Party im Sinne von hey, fett Party, sondern Party im Sinne von ja, Mannschaft. Aber der Begriff wurde extra bestimmt so genannt, damit Nerds auch sagen können, ich hatte gestern voll die fette Party. Und dabei meinen die eigentlich nur ihre Heldengruppe. Statt wie normale Leute Party feiern. Meinen. Apropos meinen, wir spielen hier gerade Minecraft. Mensch. Schlechte Wortwitze sind schlecht. So, ist da irgendwas? Bin mir gar nicht so sicher, ob ich das wissen will. Oder ob da oben irgendwas ist. Ich sehe nichts. Aber was man nicht sieht, ist noch viel schlimmer. Oh Gott, da unten ist ein Creeper. Da geht's sehr, sehr tief runter. Also Bello, sei vorsichtig, dass du mich nicht runterschubst. Oder selbst runterspringst. Ich hab dich gewarnt, Bello. Ich will dich hier nicht unten in der Mine verlieren. So, Eisen, Eisen, Eisen. Ach, das ist doch schön. Mit dem ganzen Eisen, was ich mitbringe, wird sich der Schmied richtig freuen. Ich hab zwar schon eine Rüstung und allen möglichen Eisenzeug, aber... Eisen kann man wenigstens noch andersweitig benutzen. Ich spreche da nur mal so Sachen wie Eisengolems an oder Eisenblöcke oder Gitter oder Schienen oder... Ach, weiß der Henker. Vielleicht weiß der Henker das ja wirklich. Ich sollte ihn vielleicht mal anrufen, weil es im Mittelalter auch so oft Telefongespräche gab. So. Ey, ein bisschen Kohle. Ich muss mich mal ganz am Arm kratzen. So, Kohle ist schon mal ganz gut. Gott, ich auch noch die ganze Zeit Zombies, ey. Ich will jetzt hier gerade nicht so auf Atmosphäre machen, habe ich gar nicht so viel Lust zu. Deswegen möchte ich wahrscheinlich auch wieder rausgehen. Could be a possible region. Hi, na? Seid ihr da ein bisschen gefangen? Scheiße, ich kann ihn nicht schlagen. Muss irgendwie anders zu den hinkommen. Okay, aus jedem Nebenschacht könnten hier irgendwelche Monster rauskommen. Rein technisch. Und wahrscheinlich auch praktisch. Oh lol, das Ding ist in der Luft explodiert. Ich wollte ihn da eigentlich noch runterschubsen hier. Ah, und von waren wir da oben. Ah, jetzt ergibt alles einen tieferen Sinn. Nee. So. Ich hoffe übrigens, dass mit den Grüßen und Ansagen kommt gut an. War Zombie, kommt's auch bei dir gut an? Ja. Ja, sauber, Hundi. Leider beschützt er mich nicht vor dem Creeper. Oh. Tschüss, gehört. Hello, du isst jetzt mal was? Oh! Da! Hello! Er hat sich wagemutig davor geworfen.
Ein wahrer Freund. Aua. Ja, schön gemacht, Bello. Gold! Gold, 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 Gold. Ich liebe Gold. Nein, Inventar ist voll. Komm, den einen Seed können wir raustun. Na gut, jetzt haben wir wenigstens auch noch einen weiteren Grund gefunden, wieso wir uns hier rausverpissen können. Und gerade noch einen. Okay, ich gehe mal lieber schnell weg, bevor der mich noch verfolgt und mich dann tötet. Im Normalfall ist das nicht ganz so schön. Außer man ist natürlich so ein kleiner Emo. Nein, nein, ich mache jetzt hier keine Emo-Witze. Sagt der eine Emo zum anderen. Na? Jetzt habe ich die Pointe vergessen. Fuck! Ist da irgendwas mit Ritzen? Alles irgendwas mit Ritzen? Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Mit Arschritzen natürlich. Oder am Arschritzen. Hm. Hat was. Ortsspiele kommen ja immer ganz gut an im Let's Play, ne? Und dann kann man die ja auch immer schön machen. So, Bello, du gehst jetzt mal vor. Genau. Ja, du bist jetzt der große Held, Bello. Wo geht's denn hier raus? Hallo? Ich würde hier jetzt wirklich gern rausgehen können. Ich komme doch irgendwo von hier oben, ne? Ach, ein bisschen beruhigende Minecraft-Musik, das ist doch erstmal schön. Hier, komme ich hier irgendwo her? Sieht eigentlich ganz gut aus, ich müsste auch schon relativ hoch sein. Und nein, ich werde nicht F3 drücken, weil sonst hat jemand Seed und das will ich nicht. Ihr könnt gerne meinen Peter Fox haben, aber nicht mein Seed. Ah, hier geht's raus. Aber hier sind wir nicht reingegangen, glaube ich. Alter! Piss dich, du scheiß Vieh. Ja, Bello, mach ihn fertig. Bello. Sauber gemacht, Bello. Oh, oh. Egal, das Schaf muss jetzt auch mal dran. Die spinnen doch hier alle. Okay. Ich hoffe, Bello teleportiert sich jetzt mit raus. Ah, da ist er doch schon. Dann kann ich ihm nämlich auch mal noch ein bisschen Gammelfleisch andrehen. Ist er wieder. Kann man jetzt eigentlich irgendwie sehen, wie viel Leben die Dinger noch haben? Oh Gott, hier sind überall Skelette. Oh Gott, eins verfolgt mich schon. Oh Gott, da sind ja noch viel mehr. Okay, geh ich jetzt mal auf den Baum rauf. Ich bin ja hier immer noch der Affe. Ach nee, sieht man gar nicht so. Affe. Die Rüstung ist mir... Ah, Bello killt das. Nice, Bello. Nice, nice, nice. Bist ein echter Freund. Dafür bekommst du auch ein bisschen Rotten Flash. Von Rotten.com gesponsert. Mensch, warte, ich mal gerade. Bello, mach ihn fertig. Ich darf ihn nicht alleine lassen. Ja, fein, Bello. Sieht man das eigentlich irgendwie, wie viele Leben die noch haben? Wenn ich ihn überhaupt mal sehen würde. Bello? Ach, da bist du. Ich glaube, soweit der Schwanz runter geht, so viel Leben haben die. Set for G-Set. Seht ihr, jetzt ist der Schwanz da oben, jetzt hat er wieder voll Leben. Ah, und ich kann die Knochen und so weiter gar nicht aufheben. Ich hab selbst leider keinen Bogen. Moment, da habe ich mal gerade eine kleine Idee. Ich brauche nur ein Holzstück dafür. Und ich glaube, ihr wisst schon, was ich mir bauen will. Ach, ich nehme das ja gar nicht auf, richtig. Wieder rein, danke. That's what he said. So. Workbench und dann, meine lieben kleinen Freunde. Ich habe ja gar keine Pfeile. So, das eine Weizen kann ich auch mal wegtun. So. Das kann ich auch noch mal mitnehmen. Hier, für das eine Holz. Hier sind der Knochen. Ist denn... Da ist der Fall. Was tue ich dafür raus? Ah, ja, die Spinnen, die brauche ich sowieso nie. Okay, das Problem ist, ich habe jetzt nur einen verkackten Pfeil. Ist immer noch mitten in der Nacht.
Verdammt. Dann will ich jetzt mal das... Oh Gott, ich hoffe, ich treffe. Okay. Kill ich vielleicht doch das Skelett da. Ja. Das habe ich schon mal getroffen. Langsam hin. Okay. Er sieht mich noch nicht. Ich versuche mal ein bisschen den Augenkontakt zu vermeiden. So. Hey, du kannst dich einfach mal so angreifen. Das ist 14. Lol. Hier irgendwie untergetaucht oder so? Hier irgendwo? Lol? Ist das verschwunden? Oder ist das irgendwo hier oben? Egal, ich kann damit leben. So. Mr. Zombie. Ich bitte Sie mal kurz hier aus dem Weg. Aua, mir aus dem Weg zu gehen. Das ist ein Küper. Ich renne jetzt einfach mal durch. Los! Ja, und Bello beamt sich mir in den Weg. Tolle Wurst. Schnell weiter. Ich kann noch zack, einen Dirt-Block abbauen, der scheiße aussieht. Ich hätte eigentlich noch Pfeile. Oh la 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 la! Stirb! Stirb! Okay, ich glaube, einfach so stupide durchrennen ist nicht die beste Methode. Fick dich! Ich glaube, das ist wirklich nicht die beste Methode. Ich glaube, ich gucke mich jetzt auch einfach ein bisschen um. Was ist da? Ach, das ist Lava. Hier kann ich nicht mehr in Sicht, außer der da. Aber der ist zu weit weg. Hoffen wir. Alter, fuck, ey. Oh, das. Ah, diese Folge und die letzte Folge sind aber gekrönt von Erschreckern. Ich glaube, ich sollte niemals ein Horrorspiel let's playen. Wobei ich eigentlich mal mehr dafür bin, dass ich irgendwann nochmal ein neues Let's Play starte, aber mir fehlt ja momentan noch ein bisschen die Zeit, weil ich habe ja Minecraft Adventure Map, Let's Test zweimal die Woche, Let's Talk einmal die Woche, Let's Community einmal die Woche. Ja, ich bin Bogen mehr. Und ja, und es ist natürlich. Als Schüler, vor allem in der Oberstufe, hat man natürlich auch nicht unendlich viel Zeit. Da ist ein Küper. Ja, die Sonne geht auf. Oh, wie geil der Sonnenaufgang aussieht. Ist ja keine Kulisse. Ah. Einfach nur wunderschön. Wow. Beeindruckt davon, wie schön so etwas Simples sein kann. Wow. Hello. Hello? Genießen wir gemeinsam den Sonnenuntergang. Setz dich hier hin. Ich setze mich symbolisch neben dich. Jetzt genießen wir den Sonnenuntergang. Okay, Bello. Langsam können wir wieder aufbrechen. Komm, Bello. Wir gehen nach Hause. Zeit ist gekommen. Das war aber schon ein spannendes Abenteuer, muss man sagen. Falls es denn jetzt vorbei ist. Okay. Aber jetzt, wo wir gerade hier sind, können wir mal. Ich war ihr Lieben.
Ist doch schön hier. So, ich wollte sagen, jetzt, wo wir hier sind, können wir mal so ein bisschen hier auch noch. Woo! Dancing Orc. Oh, Leute, meine Zeit ist gekommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play Minecraft. Haut rein.